Ja, hallo, meine Lieben, grüß euch. Und was ich ja natürlich häufig in meinen Livestreams habe, die Abonnenten, die mich schon länger verfolgen, haben wir immer das Thema finanzielle Freiheit. Wie komme ich dahin? Was muss ich tun, überhaupt in den Genuss zu kommen? Klar ist, auf jeden Fall Geld brauchst du, ja. Aber ich finde, durch die Möglichkeit, Sparpläne anzulegen und monatlich, jetzt werden alle natürlich sagen, ja klar, ist ja sinnvoll und das weiß jeder und so weiter. Ich zum Beispiel habe ja für mich, für meine finanzielle Freiheit geplant, ja, was auch hoffe ich auch demnächst, in den nächsten paar Jahren eintreffen wird, dass ich zumindest habe ich Dividendenaktien bei mir, hauptsächlich Dividendenaktien. Und ich werde euch sagen, welche ich habe. Zumindest ein paar von denen werde ich auch mal ruhig nennen. Es sind etlich viele, aber die stark gewichtigen bei mir im Depot. Und eben deshalb Dividendenaktie, weil die Dividenden, die ich bis jetzt auch, ich rede jetzt hier nicht von Momentaufnahmen, ich rede jetzt hier von 10, 15 Jahren und länger. Ja? Denn ich möchte ja später bei meiner finanziellen Freiheit nicht Aktien verkaufen müssen, sondern ich möchte von den Dividenden dann leben, ohne dass ich was verkaufen muss, sondern es automatisiert sich ja dann. So soll es ja sein, dass ich mir nicht ständig einen Kopf machen muss. Nichtsdestotrotz, klar kann es irgendwann mal sein, dass die Firma, an die du dich beteiligst, vielleicht keine Dividende auszahlen kann. Aber die, wo ich jetzt habe, unter anderem Münchner Rück, Allianz, AT&T, Coca-Cola und so weiter, die zahlen seit über 30 bzw. 40 Jahren kontinuierlich und erhöhen die Dividende auch. Ja? Das heißt nicht, dass es die nächsten Jahre auch so sein muss. Aber das weißt du ja nie. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es weiterhin mit Dividenden bezahlt wird. Ja? Und dann ist es nicht nur so, dass durch die Dividende, denn es geht ja vom Kurs ab, aber auch der Kurs an sich. Ich habe Aktien im Depot, die habe ich schon seit über 10, fast 15 Jahren. Die haben ihren Kurs fast verdreifacht. Das heißt, verdreifachter Kurs, verdoppelt, auf jeden Fall verdoppelt, die meisten, manche sogar fast verdreifacht. Das heißt, ich habe in diesem Zeitfenster ja, einen extrem guten Wachstum, ein extrem gutes Wachstum, was den Kurs betrifft, und ich hatte auch zwischenzeitlich ja ständig die Dividendenauszahlung. Und das ist ja für mich wichtig, auch später, dadurch, dass die Firmen, wo ich, oder an die ich die Beteiligungen habe, auch ihre Dividenden jedes Jahr erhöhen, ist auch nochmal wichtig, damit du auch die Inflation berücksichtigst. Ja? Und das ist natürlich bei den Aktien gegeben. Ja? Also es ist auf jeden Fall, ich bin kein Profi-Investor, aber ich recherchiere auch dementsprechend gut. Und ich mache ja auch seit Jahren Videos über Aktien und bis jetzt habe ich auch immer positives Feedback bekommen und ich habe es auch im Vorfeld immer genannt. Ja? Und jetzt haben wir diese Corona-Krise und der Markt ist um fast 40% eingebrochen, die Indizes. Und trotzdem hat sich es wieder relativ gut erholt. Ob es das jetzt war, weiß doch keiner. Ein Dirk Müller, der schreit es schon seit Jahren immer wieder. Aber deswegen hat er auch so eine schlechte Performance. Und Dirk Müller und Co., ich möchte das nicht nur auf eine Person beziehen. Aber wenn ich mir diese Videos anschaue auch, was er teilweise online bringt und immer wieder irgendwelche Sachen dazu, warum das jetzt steigt und so weiter. Leute, spart jeden Monat. Einfach jeden Monat ansparen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in so Krisen nachzukaufen, ist doch noch besser. Ja? Weil es wird ein Zeitfenster von 10, 15, 20 Jahren benötigt. Nicht das Aktuelle. Und jedes Mal draufschauen. Ihr macht euch eure Nerven kaputt. Spart es kontinuierlich an. Es hat die Historie, zeigt es einfach. Und es wird sich wieder bewahrheiten. Ich sehe es ja an meinem Depot. Ich habe ja auch irgendwann mal anfangen müssen. Ja, und dann denkt man, wann ist der richtige Zeitpunkt? Es gibt keinen richtigen. Anfangen. Und dem, wie stark ihr eure Aktien dann gewichtet, darauf kommt es natürlich auch drauf an. Ich habe Aktien im Depot, oder gehen wir nicht von meinen aus, aber nehmen wir mal an, deine Aktie ist schon stark gewichtet, die ein oder andere, und ihr habt schon 100.000 Euro an einer Firma wert. Was passiert, wenn es so ähnlich läuft wie bei Wirecard? Wobei Wirecard unter uns, das war ja Betrug, ja, und da kannst du ja nicht wirklich immer davon ausgehen, dass sowas auch eintrifft, aber schlussendlich, es ist passiert, ja, aber deshalb nutze ich auch immer einen kleinen Bruchteil von meinen Einnahmen, die ich mit den Aktien erziele, auch für die Absicherung. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, ja,
Und wenn ich euch ein paar Aktien nenne, das soll ja nicht, wie ich auch schon ein paar Mal im Livestream gesagt habe, ich würde keinen Guru, sonstigen, so viel anvertrauen, dass ich mich einfach sein Depot kopiere. Ich muss immer von dem selbst überzeugt sein. Das heißt, ich recherchiere so gut wie möglich über diese Aktie, wo ich langfristig haben möchte. Und es sind für mich, außer diese Beständigen, die ich schon lange habe, und es sind für mich noch zwei Firmen relevant fürs Depot, Alphabet, Amazon. Weil es einfach killermäßige Firmen sind. Die sind so stark, dass sie fast schon weltbeherrschend sind. Also zumindest ein Großteil der Menschheit beherrschen die schon. Unbewusst vielleicht bei vielen, aber es ist so. Das heißt, diese Firmen werden auch, so man sie auch nicht zerschlagen kann, abliefern. Und ich würde sagen, Leute, das gehört auch in ein Depot. Trotzdem ist es für mich wichtig, dass ich so starke Dividendenaktien habe, damit ich keine später mal verkaufen muss. Ich behalte die einfach. Ja? Und deshalb ist es auch für mich, war es von vornherein wichtig, wie ist meine Kalkulation? Gut, in meinen Livestreams habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, also ich habe ja auch die Immobilien mit dazu, auch meine Unternehmen, die ich dann quasi nur noch im Beraten der Funktion, tatsächlich werde ich mich zu 95% aus den Firmen zurückziehen und nur noch in beratender Funktion arbeiten. Aber das ist was ganz anderes, das hat jetzt damit nichts zu tun. Je nachdem, was du für einen Lebensstandard hast, passt auf, 100.000 Euro, wenn ihr euch angespart habt, müsst ihr bei Dividendenauszahlungen die Kapitalertragssteuer natürlich noch abziehen. Okay? Das heißt, die Kapitalertragssteuer roundabout ein Viertel, 25%. Das ist ein bisschen mehr, roundabout 25%. Das heißt, ihr habt bei 100.000 ca. 310 Euro netto pro Monat. Nur mal als Faustregel, wenn ihr 5% Dividendenauszahlungen habt. Mein Depot ist knapp sogar über 6% im Schnitt. Aktuell kriege ich Ausschüttungen von den Aktien, an denen ich beteiligt bin. Das heißt, beginnt einfach. Wirklich, das, ihr werdet sehen und nicht gleich den ersten, zweiten, dritten Monat draufschauen und oh Gott, ich kaufe immer wieder ein, es fällt weiter. Muss nicht sein. Es kann auch kein Dirk Müller sagen, dass es nochmal richtig runtergeht. Ich kann euch aber auch nicht sagen, dass es jetzt richtig hochgeht. Aber man kann zumindest den ersten Schritt machen und auf lange Sicht, ich rede hier von 10, 15 Jahren, nicht 10, 15 Tagen, 10, 15 Wochen, 10, 15 Jahren und weiter, ist es, finde ich, das Beste, was man machen kann. Okay? Und ihr habt danach auch keinen Kopf. Ihr lasst einfach die Sparverträge laufen. Ich habe euch auch gesagt, ihr wisst ja, ich fahre ja ständig dicke Autos, in Anführungszeichen, sind keine Hypercars, aber M5, F90, Porsche 992, wisst ihr, was ich meine? Und für jeden da draußen, der so viel Geld meint, für Autos ausgeben zu müssen, muss mindestens für seine finanzielle Freiheit auch pro Monat weglegen. Sonst könnt ihr euch solche Autos eigentlich nicht leisten. Oder wenn ihr sie euch leistet, sind sie zu teuer für euch. Sprich, wenn du in der Lage bist, 2.000, 3.000 Euro im Monat für dein Auto auszugeben, solltest du auch in der Lage sein, 2.000, 3.000 Euro für deine finanzielle Freiheit zu sparen. Das ist wirklich das, was ich euch vielleicht mit auf den Weg geben könnte. Alles andere liegt in eurer Hand, aber beginnt einfach mal. Wenn ihr noch relativ jung seid, ihr müsst doch nicht gleich einen Sparvertrag mit 400 Euro im Monat machen. Ich kann doch gar nicht sagen, ich weiß doch nicht, wie ihr finanziell drauf seid, aber legt euch doch mal einen Teil zur Seite, 50, 60, 50, 100, keine Ahnung, fangt da mal an. Ja, es gibt ja die Depots, da zahlt ihr einen kleinen Anteil, 1%, 1,5%, manchmal zahlt ihr gar nichts anteilig. Kommt darauf an, was ihr euch kaufen möchtet für Aktie. Ja, ihr kriegt dann immer einen Anteil davon. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel die Aktie 1.000 Euro kostet und ihr kauft für 100 Euro, ist ein Zehntel Anteil. Also ihr bespart es trotzdem so. Na, da habt ihr nur ein Zehntel von der Firma. Macht aber nichts. Wie gesagt, mein Depot, ich werde mal ein paar Aktien noch mit rausschreiben, die mich im Livestream verfolgen. Und es sind wirklich extrem krass viele, als ich jemals erwartet hätte auch. Es kommt demnächst mal wieder ein Livestream. Aber wir haben teilweise permanente Zuschauer von 150, die wirklich fast komplett durchschauen und fast 1000 Leute, die während dem Stream sich das fast 2 Stunden oder einen Teil davon geben. Also Leute, ich versuche euch
so viel wie ich kann zu helfen. Aus meiner Sicht, ob euch das was bringt, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Und wie gesagt, die finanzielle Freiheit könnt ihr nur erlangen, indem ihr beginnt damit. Und nicht immer nur warten, wann der richtige Zeitpunkt ist. Anfangen, einfach damit anfangen. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich habe es auch vor dem Corona-Crash. Ich meine, was soll danach kommen? Corona-Crash, das ist die absolute Lockdown war das. Die absolut krasseste, was man sich vielleicht so hätte vorstellen können. Das heißt, was soll denn danach kommen, das uns jetzt von dem Hocker haut? Es kann immer wieder was sein. Und es ist eigentlich historisch gesehen so immer um die 10 Jahre, 9, 11, dass immer mal der Markt bereinigt wird, dass es einmal richtig Reibung gibt. Ja? Aber dann, wie gesagt, ihr müsst, ich sichere meine großen Positionen auch nochmal ab. Ja? Aber ihr müsst schauen, dass ihr damit anfangt, sonst könnt ihr nur davon träumen. Ja? Und im Endeffekt ist es doch schön, wenn ihr dann nach 10 Jahren schon mal drauf, wieder drauf schaut, denkst ihr, holy shit, hat sich doch wirklich vielleicht sogar gelohnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht allwissend und ich kann auch nicht in die Zukunft schauen. Aber ich bin wirklich, was die Historie betrifft, davon überzeugt, dass wir in 15 Jahren höhere Aktiennotierungen, höhere Indexnotierungen haben wie aktuell. Das ist so, was ich euch dazu sagen kann. Und das alles andere müsst ihr selber berechnen. Wie gesagt, Kapitalertragssteuer müsst ihr natürlich abziehen. Bei 100.000 Euro habt ihr etwa 310 Euro netto bei 5% Dividendenausschüttung. Und das ist möglich, Leute. Das ist möglich. Ich schreibe euch ein paar mit unten rein. Vielleicht könnt ihr mal drüber schauen. Jeder sollte sich selber nochmal ein Bild von diesen Firmen machen und selber überzeugt sein, ob es das Richtige ist oder nicht. Ja, das hängt von jedem selber ab. Ich bin auch kein Profi. Ich habe mich aber so weit informiert, dass ich überzeugt davon bin. Ja? Leute, ich wünsche euch eine gute Zeit und ich will nichts mehr hören.